Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja die Prüfung beendet haben, haben wir halt da auch nochmal Aufgaben bekommen, dass das Haus uns nämlich dann hilft. Sozusagen, kann man sagen. Weiß ich nicht. Dass wir denen helfen. Irgendwie so. Dann haben wir jetzt noch eine neue Aufgabe bekommen, und zwar die drei Schreine, Prismärschreine zu zerstören. Dass Gutfall keine neuen Anhänger dadurch bekommen kann und die alle verseuchen kann, und ja. Nur so wenige vom Hof des Winters sind noch übrig, um gegen die Tuatha zu kämpfen. Ja. Diese Feien haben eine ansehnliche Streitmacht auf die Beine gestellt. Es wird gut sein, sie auf unserer Seite zu haben. Wisst ihr von den Schreinen? Es klingt, als wären sie so etwas wie dieses Ding in der Höhle in Dalentart. Damals, als Gutfloh zu uns gesprochen hat. Ich würde sagen, ihr erledigt die Wachen, zerschmettert die Kristalle, und das sollte es dann gewesen sein. Ja, das kam mir auch in den Sinn. Seid in der Nähe der Schreine vorsichtig. Selbst ihr seid nicht vor Gutfloh. Was denn hier überhaupt? Das kam mir nämlich auch in den Sinn von Dalental. Feindesfeuer. Was ist das hier? Feindesfeuer. Okay. Was ist das für eine Höhle? Nee, wie gesagt, das kam mir nämlich auch in den Sinn, dass das genau das gleiche war. Einmal geheilt. Ich will mal gucken, was hier so ist. Einfach mal schauen. Okay, wir sollen hier nicht lang. Ich wollte nur mal gucken. Ja. Dann wollen wir mal das andere machen, ne? Dann Dollar. Bam, 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 bam. Dong. Gehen nicht wieder zu? Nö. Außer ich bin wieder raus und wieder drin, dann wahrscheinlich. Nur so wenige vom Hof des Winters sind noch übrig, um gegen die Tuatha zu kämpfen. Was ist das denn für ein Anzeige eben? Achso, der hier, ne? Ja. Der war das. So. Wir sollen jetzt die drei Prismärschreine kaputt machen. Also, da ist Nummer 1. Müssen wir hier lang. Was haben wir hier noch gehabt? Also hier, das ist halt eigentlich gleich in der Nähe, ne? Können wir das auch mal machen. Wenn das hier in der Nähe ist, dann machen wir das auch einmal. Warum habe ich das denn vorher übersehen? Ich weiß das gar nicht, warum. Das war hier hinten irgendwo. Da drüben. Voll mich war da. Ich habe das voll übersehen. So, einen haben wir. Reicht. Genau. Müssen wir da drüben lang. Ja, das wäre es. Dann das. Und dann das. Und dann das. Machen wir das mal so. Wie gesagt, das fehlt mir immer noch ein Reittier irgendwie. Aber was soll's. Für so lange Strecken wäre aber Reittier wirklich was Feines. Ein Stab. Und Gegner da vorne. So wie immer. Hallo. Tschüss. Du auch? Aha. Wieder durch den Boden durch. Was haben wir hier drin? Himmelszorn. Feuerschaden. Geraubtes Mana pro Treffer. Chance auf Mana-Raub. Mana-Regeneration. Junge, ey. Was bringt denn das alles?
Der frühe Besitzer dieses Tunika, der bekannte Pyromane Haki der Bäcker. Haki der Bäcker sagt: Spiel mit dem Feuer und wenn etwas anbrennt, brennen wir es nieder. Okay. Haben wir mal ausgerüstet. Wir hätten doch noch was anderes von Rüstung gehabt. Aber auch eine Robe, ne? Ja, genau, das war nämlich die hier. Wir gucken erstmal das. Was das so bringt. Was haben wir da? Ein Skelett wieder. Wie immer. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? 186.000. Okay. Irgendwann muss ich bald wieder was verkaufen. Wir müssen da lang. Ach, guck mal. Instant gesehen, oder was? Autsch. Oh. Ach, hinter mir. Wow. Zack. Aha. Nein, tue ich nicht. Warum sollte ich? Tschüss. Warum sollte ich das machen? Ich habe keine Lust dazu. Wie gesagt, das Blocken, das mache ich auch nicht. So wie immer. Nie am Blocken. Das hier. Irgendwie habe ich keinen Bock dazu. Haben wir noch eine Quest? Klar spawnt der Gegner mit einmal. Hallo? Autsch, wo kamst du denn her? Autsch! Aua, Penner. Machen wir das so. Autsch, autsch. Klar. Aua. Zack. Geh weg. Klar, durch den scheiß Boden wieder durch. Ich hasse es. Meins. Mistviecher, ey. Helft mir, bitte. Warum? Ich kenne euch. Ihr habt den Balor bei Melsenshir getötet. Ich war auch in dieser Schlacht. Meine Einheit hat die Tuatha von der südlichen Mauer getrieben. Bitte, ihr müsst mir helfen. Diese Jotun lassen mich nicht mehr lange am Leben. Warum hängst du jetzt hier drin, wenn du da warst? Autrafiran. Viele Soldaten der Alpha-Armee wurden eingezogen, aber ich habe mich freiwillig verpflichtet. Ich konnte nicht einfach zusehen, wie meine Vettern aus dem Süden ausgelöscht werden. Ich kämpfe nun schon seit Jahren an der Seite meiner Brüder und Schwestern. Und gerade als ich dachte, dieser Krieg würde niemals enden, taucht ihr auf. Ich danke euch, Helden, dass ihr mir Hoffnung gebt. Gerne. Der Weiterklagen. Der Wind ist grausam. Die Felsen sind spitz. Und das Wasser ist ruhig und dunkel. Einen ungastlicheren Ort kann man sich kaum vorstellen. Jotun? Sie sind widerwärtige Kreaturen. Ich begreife nicht, wie jemand es ertragen kann, in ihrer Nähe zu sein. Man müsste schon sehr verzweifelt sein, um sie als Söldner anzuheuern. Du Harte halt, ne? Wie kann ich helfen? Der Schlüssel zu diesem Käfig wird von einem Runenherrn der Jotun bewacht. Ein Stück die Straße hinab. Dieser fette Bastard kommt jeden Morgen zu mir und verspottet mich damit. Bitte, besorgt den Schlüssel und befreit mich. Wow, dieser fette Bastard? Okay, was ist passiert? Nachdem die Belagerung durchbrochen war, hat mein Kommandant den Hexenritter Kleran nach Osten fliehen sehen. Er wollte ihn einholen, ehe er in Alabastra ankam. Es war eine Gelegenheit, einen der Generäle der Tuatha zu beseitigen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Kleran ein Versteck voller Jotun-Söldner hat. Kein Wunder, dass das dann passiert ist. Ich besorge den Schlüssel. Danke. Ihr findet den Runenherrn der Jotun ein kurzes Stück die Straße hinab. Bitte sputet euch. Ich habe in der Festung auf dem Hügel noch etwas zu erledigen. Hexenritter Kleran.
Ich bin noch nie einem Feind wie ihm begegnet. Er ist einer der sadistischsten Generäle der Tuatha-Armee. Ich glaube, er schert sich inzwischen gar nicht mehr um ihre Religion. Er will nur die Welt in Blut getaucht sehen. Klar, warum nicht? Wo ist der Schlüssel? Dieser Runenherr der Jotun, ein Stück die Straße hinab. Er besitzt ihn. Ich wünschte nur, ich könnte den Fettsack selbst töten. Oh Mann. Viel Glück. Da drüben. Ja, warum nicht, ne? Können wir ja machen. Und ich weiß, da war noch eine Truhe. Habe ich aber eben schon wieder vergessen gehabt. Autsch. Aua. Warum eigentlich immer auf mich? Fettsack. Reck. So, jetzt bist noch du dran. Oder du warst nur noch dran. Da, der Käfigschlüssel. Sehr schwer. Fuck. Naja, was soll's. Ich weiß auch nicht, was drin war. Keine Ahnung, was da drin war. Ja, dann laufen wir mal so rum jetzt. Erstmal. Ich habe nicht keinen Bock, hier wieder hinzurennen. Erstmal. Wir werden. Glyria sei Dank. Bitte sagt mir, dass dieses Fass Krodok-Schleim qualvoll gestorben ist. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Der Hexenritter Kleran versteckt sich oben in Genik, der Festung auf dem Hügel. Wir treffen uns im Inneren, um ihn zu jagen. Wir dürfen keinen General der Tuatha entkommen lassen. Was ist jetzt? Wir müssen nach Genik. Das ist die Festung auf dem Hügel. Wir treffen uns im Inneren. Bis zum nächsten Mal. Ach, ich muss da ja sowieso hin, ne? Guck mal, noch eine Verfluchte. Ich mach mal automatisch, mal gucken. Wow. Mittel. Hab ich's geschafft? Ne, konnte ich nicht. Okay. Jetzt habe ich zwei Flüche auf mir. Hallo. Au. Verreck. Junge, ey. Zack, verreck. Auch wenn wir irgendwie so komischen Schaden drauf haben. Nee, da müssen wir gar nicht hin. Okay. Lass mal sehen. Können wir nicht. Doch. Ich glaube, wir mussten nur erstmal reingehen. Ich muss nochmal reingehen, kurz. Weil Flüche auf mir drauf zu haben, ist so. Nee, nicht sehr schön. Und reparieren können wir dann auch gleich nochmal. Ich will gar nicht wissen, wie viel das wird. Moment, wir können auch nochmal. Der kann weg. Stab nutze ich eh nicht. Das geht nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwas anderes, wofür wir das haben. Und hier ist das.
Feuer behalten, okay. Rüstung. Die behalte ich. Erstmal. Ich würde mal gerne wieder neue Handschuhe haben. Und das kann weg. Okay. Accessoires. Brauchen wir nicht. Na gut. Das sind die Sachen, die wir geklaut haben. Können weg. Den behalte ich. Der kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Den kann ich nicht wegmachen. Der kann weg. Weg. Und weg. Lyria lächelt auf uns herab. Ja, ja. Ja, ja. Hallo? Was haben wir eigentlich da drin? Achso. Können wir natürlich wieder nicht klauen. Ja, ja. Heilung und das. Was ist der Ärztin hier in Melsenshire? Lebt wohl. Ist gut. Interessiert aber keinen. Ja, hat er nicht gesagt. Oder doch? Die Heldin von Melsenshire. Ja, ja. So. Schön, wie man einfach so durchlaufen kann. Naja, besser so, als dass man wirklich zu warten, bis es offen ist. Ihr habt mich ordentlich über den Amboss gezogen. Ja, ich weiß. 18.920. Okay. Zeigt es Ihnen. Wo haben wir noch einen Händler? Können wir hier bei ihm verkaufen wahrscheinlich, oder? Seid gegrüßt, Heldin. Wie kann ich euch helfen? Oder bei ihr. Bei ihm. Ich hätte es eben draußen machen müssen, ne? Und zwar bei ihm hier. Lyria lächelt auf. Ich habe jede Menge Waren, wenn ihr jede Menge. Der größte aller Generäle. Naja, falsch gedrückt eben. So, wir kriegen 98.000 dazu. Paladins Chakram. Ah, aber die andere ist besser immer noch. Als die Nescaro kam, hat sie ihr Leben gegeben, um uns zu beschützen. Kommt bald wieder. Die andere ist halt wirklich besser. Geht weiter. Ihr sucht ein Schmuckstück oder eine Gemme? Rialte. Muss man halt zugeben. Das war das. Und war das. Leben, Mana, Schaden bei Nacht. Smar hat, was ihr sucht. Ein andermal. Musste sein. Inventar. Accessoires. Der hier. Und wir haben den hier an. Robuster Ring. Überleg mal. 45, 45. 80, 80. Und 15% bei Nacht. Okay. Ja doch. Falsch. Zack. Weg damit. Machen wir, und das war. Achso, für die Beute heute bereiten einmal. Die Heldin von Melsenshire. Möchtet ihr meine Plunder verkaufen? 2000. Waren begutachten? Ein andermal. Natürlich. Nee. Ich will gerade keinen Trank verbrauchen. Ich bin Corialia Skadi. Was ist der Ärztin hier in Melsenshire? Lebt wohl. War halt auch nicht teuer. Was ist denn da oben überhaupt? Ich bin Megan. Ich versorge die verwundeten Soldaten der Alpha. Wie kann ich euch helfen? Sichere Reisen. Du kannst auch heilen.
Ach, auch nur Müll. So wie immer eben. Mir hier irgendwo noch ein Alchemietisch? Nö, ne? Was machen wir da drin denn? Einfach aufbrechen. Natürlich. Was haben wir hier drin? Ja. Wir haben hier keinen Alchemietisch. Hatten wir den draußen irgendwo? Wollte man nicht mal gucken, ob wir noch ein paar Tränke herstellen können. Lass mich mal kurz was gucken. Hier kann ich nie machen. Okay. Alchemie. Gehen wir da rüber. So, wo hatten wir den denn? Da. Jetzt quatschen wir wieder alle die Ohren voll. Studenten der Magie, Meister der Zauber. So wie immer. Alchemie-Meister. Jo, was verkaufst du eigentlich? Radla Revani, Apothekerin, Alchemistin, Importeurin und Kultivatorin, stets zu Diensten. Was hast du denn? Meisterheiltrank. Okay. Meister-Mana-Trank. Nämlich zwei. Große Alchemie-Kunst. Mal was nochmal? Erhöht den Alchemie-Effort über um zwei. Als dann. Ja, ja. Findet gewiss etwas. Ups. Metall. Konsumgut. Wir haben so viele Jungs auf dem Prüderium. Mit dir wollte ich nicht reden, ey. Können momentan nur die herstellen. Erläuterungstrank. Experimentieren. Natürlich. Warte mal, gibt es ja auch. Alles gekauft und verscherbelt. Hat sie auch Rezepte? Ihr findet gewiss etwas. Ich führe Kräuter und Puppen. Große Schadensabwehr, meisterhafte Alchemiekunst. Meisterhafte Lebensgeneration, Meisterhafte Intelligenz, Magieverstärkung, Meisterhafte Stahlvorhang, Zauberflucht, Schlangengift. Große Schadensabwehr. Als dann. Müssen wir jetzt können, ne? Elixier des Schicksals, einen Trank mit der Essenz des Schicksals gebraut. Okay. Lebensregeneration. Magieverstärkung, Schadensabwehr. Ja, passt erstmal. Dann Inventar, Konsumgut. Hm.
Den packen wir einfach mal da hin. Meisterhafter Heiltrank. Ups. Falsch gedrückt. Machen wir da hin. Da hatten wir das schon. Magieverstärkung. Machen wir da rein. Maximal Mana erhöht. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Okay, passt. Das passt. Habe ich den aus dem getrunken, ich Idiot? Mann. Zack. Jetzt brauchen wir wieder ganz viel Plunder. Ganz viel. Ich mache mal erstmal das hier. Kann man ja machen. Gut, ihr seid hier. Kleran hat sich hier mit Jotun-Söldnern umgeben. Er hatte wohl nicht viel Vertrauen in die Sache der Tuatha. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Er muss sterben. Gehen wir. Er umgibt sich gewiss mit Jotun-Wachen. Es wird keine leichte Aufgabe. Hast du es nicht gerade schon gesagt? Worum gehen wir? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen den Hexenritter Kleran finden und besiegen. Na gut. Viel Glück. Viel Glück. Ich geh mal kurz hier hin. Gucken, wer da ist. Hallo. War weg. Tschüss. Warum wurde das eigentlich... Wir müssen doch hier lang gar nicht, ne? Zack. Zeig mal, das da. Okay. Dann wollen wir mal dahin. Stumme Krieger. Stumme Gegner. Barek. Natürlich triffst du mich trotzdem noch. Verreck. Miss 4, ey. Nix? Nix gedroppt? Warum nicht? Mann, da ist auch nichts drin. Ist hier irgendwas drin? Nö. Dann nicht. Hier irgendwas? Warum sind wir hier was? Ja gut, wahrscheinlich stehen die deswegen da, um Sachen zerlegen. Aber da wir unser Inventar erhöht haben auf 5000, brauchen wir das nicht. Verkaufe ich die Sachen lieber. Halt die. Hallo. Hier bin ich. Zack. Zack. Verreck. Missy. Klar kann er mich schlagen. Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum ist denn das aufgedacht? Aber ja, ob wir sie töten könnten. Ach, guck mal, wir müssen da hinten wahrscheinlich lang. Wow. Hallo. Na du? Runenwirker. Und ich bin ein Feuerschuriken-Mensch. Autsch. Ach, guck mal, hier kommen wir wieder zurück. Warte mal. Lass mich mal gucken, ob da was in den, ob da irgendwie Truhen sind oder so. Wo wir was Schönes kriegen vielleicht. Weiß man ja nicht, ne? Also war der andere Weg eigentlich schon richtig. Aber wir erledigen hier erstmal alle.
Aha. Wow. Rick. Und du, Missy? Nein. Nein. Autsch. Ich hasse es. Zack. Verreck. Du auch. Tschüss. Sorry. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen Kleran finden. Viel ja, Glück. Verschwinde. Ich will es aufheben. Manchmal, ey. Kaufstamm. Und zu wenig. Nehmen wir aber mit. Kann man bestimmt für einen guten Preis für Sherwin. Wahrscheinlich. Hm, hier noch irgendwas drin vielleicht? Da ist noch eine Truhe. Kein Bock auf, gehabt, so aufzubrechen diesmal. Klar. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben viel Glück. Ich wollte sprinten. Und nicht mit dir quatschen. So. Gehen wir hier lang. Ich weiß, dass überall Ressourcen sind. Klar, und hier kannst du nicht dadurch rein. Hier musst du warten, bis es hochgeht. Wow. Ah. Dann sind wir wieder hier. Aber ich würde sagen, bevor wir uns auf den Weg in die andere Richtung machen, werde ich hier Feierabend machen für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Bis dann. Ciao, ciao.